Yeah. Oh, hallihallo. Ja, ich habe gerade ein kleines Nickerchen gemacht, habe richtig gut geschlafen. Und ja, jetzt ist Abendbrotzeit und was mache ich mir? Lange Rede, kurzer Sinn, Weißwurst. Mal anders. Mhm. Es werden mich einige Leute fürchterlich, bitterlich hassen wieder dafür. Mir ist es egal. Ich hab Bock drauf und darum machen wir das drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Leute, viel Zutaten haben wir nicht. Ein schönes Brot, egal ob ihr jetzt ein Mischbrot nehmt, ein anderes Brot oder hier ein leckeres Vitalbrot, ja, so heißt es, was ich vom Zuschauer bekommen habe. Ich sagte ja mal, bei mir verkommt nichts und deswegen, ja, nehme ich das Vitalbrot. Das ist saugut. Nochmal tausend Dank. Schneiden wir mal gleich zwei Scheibchen runter. Ob ich sie beide nachher für das Essen brauche, weiß ich noch nicht. Zumindest eine brauche ich definitiv. Dann haben wir Münchner Weißwürste. Ich habe die hier von der Metzgerei Reis. Die ist hier in Dillingen. Und die Weißwürste sind sehr, sehr lecker. Gurten Händelmeier süßen Senf. Essiggurken. Da brauchen wir zwei Stück oder so an der Zahl. Komm raus. Die kann ich nachher dann auch gleich vorbereiten. Jetzt wird es dem einen oder anderen wahrscheinlich schon schummrig werden. Schmeiße ich halt noch alles runter. Weißwürste und Essiggurken. Ja, das ist so ein Thema für sich auch wieder. Ich möchte das heute einfach ausprobieren. Aber jetzt schmier ich mir zuerst mal die zwei Brote mit Butter, dass das schon vorbereitet ist. Und danach noch zwei Weißwürste auspacken und dann sehen wir uns wieder. Weiter geht's. Die Gurken halbieren. Und die Weißwürste schneiden wir einmal ein. Und tun die Haut abziehen, die Würste pellen. Na, geh runter. So. Und dann tun wir die auch einmal schön halbieren. So, und was soll ich dazu sagen? Hinter mir in der Küche auf dem Herd geht's weiter. Und zwar genau hier auf dem Opti-Grill. Jawohl. Ich gehe auf das Wurstprogramm zu starten und lasse den Grill anheizen. Wir könnten auch auf manuell schalten. Also das ist, ja, kuft wie kechtelt. Jodeli, der Opti-Grill sagt, Speisen einlegen. Ich habe es hier schön auf den Teller platziert. Und Attacke. Ja, die Gurken lege ich auch gleich mit drauf. Ja, und dann lassen wir schnell durchgrillen, durchbraten, durchbrutzeln, wie auch immer. Also was ich hier jetzt für übles Gerücht halte, durchgebraten in 17 Minuten. Also das halte ich jetzt wirklich für ein übles Gerücht.
So lange werden wir niemals brauchen. Und schon gar nicht für Weißwürstle. Halbierte. Oder 17,5 Minuten, was es waren. Ich schaue bei 16 mal wieder rein. So 1,5 Minuten. Und dann entscheiden wir weiter. 16. Ja, sehen doch schon mal nicht schlecht aus. Aber ein bisschen dürfen sie definitiv noch. So, bei 14 Minuten, also ca. 3,5 Minuten. Was soll ich sagen? Ne, die gefallen mir immer noch nicht. Die Gurken werden langsam. Ein klein bisschen noch. So. Ja, die Gurken könnten schon noch ein bisschen vertragen, gell? Dann nehmen wir mal die Weißwürste raus. Die sind gut. Definitiv. Das reicht. Das reicht vollkommen. Unterseite sieht auch richtig gut aus. Dann mache ich nämlich noch mal kurz den Deckel zu und dann kriegen die Gurken noch sauber einen von oben. Aber in der Zwischenzeit gehen wir rüber ans Brett. Ja, hier können wir nämlich gleich weitermachen. Nehmen wir uns die große Scheibe Brot. Ja. Die sehen von unten wirklich gut aus. Ja, eine Scheibe Brot reicht mir dazu. Die andere gibt es später noch mit Nutella. Und dann braucht man natürlich den süßen Senf. Weil zu einer Weißwurst gehört einfach ein süßer Senf. So. Yummy. So, und jetzt fehlen bloß noch unsere gegrillten Essiggurken. Ich denke, die sind gut. Und die legen wir quer. So. Dann kann ich den Opti-Grill ausschalten. Ausschalten, okay. Noch einmal in der Mitte durchschneiden. Voila. Tja, Freunde. Weißwürste mal anders und jetzt probierele ab in den Hals. Da sind sie und für das Folgende entschuldige ich mich jetzt. Es muss einfach sein, ich muss noch jemanden mit diesen schönen, leckeren Weißwürsten ärgern und darum. Waschilein, du musst nicht traurig sein, die müssen nur schmecken, mir ganz allein. Jawohl. Also, Entschuldigung, aber Metzger Waschel, das musste sein. Ich find's geil, ich find's lecker. Ab in Hals. Oh, Also zu normalen, warm gemachten Weißwurst würde ich niemals eine Essiggurke dazu reichen. Aber zu dieser gegrillten Weißwurst im Opti-Grill ist es ja gegrillt, deswegen heißt er ja Opti-Grill. Dazu dann noch die gegrillten Essiggurken dazu, das passt richtig gut. Mmh. Mmh. Mmh.
Leute, wenn ihr an richtig gute Weißwürste kommt, weil da braucht man auf alle Fälle gute, probiert es aus. Es schmeckt richtig geil. Mhm. Ah ja. Und auch mit diesen Weißwürsten zusätzlich noch möchte ich auch noch meine Manu grüßen. Die hat übrigens bei dem letzten Besuch bei mir hier mit Bravour den Weißwurst einer Wanderungstest nach Bayern bestanden. Mhm. Ja, in dem Sinne, ich gehe jetzt essen. Ich hoffe, dieses kleine Weißwurst-Video mal anders hat euch gefallen. Und dann sage ich Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und Leute, die schmecken wirklich. Und als Nachtisch ein schönes Nutella-Brot.